Guten Morgen, Geschwister. Schön, dass ihr alle da seid. Lasst uns mit Gebet starten. Himmlischer Vater, wir kommen jetzt im Namen Jesu Christi vor deinem Thron, Herr, und wir bringen uns, wir bringen all das, womit der Tag beginnt, Herr. Wir öffnen unsere Herzen vor dir, Herr. Wir beten, fülle du unser Herz mit deinem Wort, Herr. Herr, was für ein Privileg, dass wir das geschriebene Wort haben, Herr, aber sprich auch du zu uns, du selber, Herr, dein Wort. Wir brauchen das Wort für heute, Herr, womit du, Herr, uns zu uns redest, Herr, was, womit du uns sagst, du siehst uns, Herr, und du hast für uns etwas, was wir nicht erahnen, mein Gott, und ich bete, Herr, dass du das unseren Herzen offenbarst. Heiliger Geist Gottes, geh du jetzt durch die Reihen, Herr. Geh du jetzt zu jedem, der jetzt zuhört, online ist oder später sich das anschaut. Herr, ich bete, dass du das bewirkst, Herr, das Wort, wozu du es gesandt hast. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns Johannes 21, 15 aufschlagen, erstmal zusammen. Johannes 15, 21. 21,15, andersrum. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Hier ist es interessant, Jesus fragt: Liebst du mich? Das ist diese Agape-Liebe, göttliche Liebe gemeint. Und Petrus antwortet: Ja, ich habe dich lieb, Herr. Das ist diese Phileo, diese freundschaftliche Liebe. Das ist auch sehr interessant. Gott weiß, dass wir Menschen sind, dass wir bis zu einem gewissen Level, sage ich mal, lieben können, und wie schön, dass Petrus auch aufrichtig war und ehrlich war. Aber Gottes Ziel für unser Leben ist, zu dieser Agape-Liebe zu führen, dass wir befähigt werden, mit Gottes göttlicher Liebe zu lieben. Jesus sagt zu ihm: Dann weide meine Lämmer. Wenn du mich lieb hast, wenn du mich liebst, dann tue das, was ich dir gesagt habe, womit ich dich beauftragt habe, was ich dir gebe. Wenn du ein Ermutiger bist, dann ermutige diejenigen, die Gott dir heute auf den Weg schickt. Wenn du in Liebe und Wertschätzung auch korrigieren kannst, das ist auch etwas Wertvolles, dann tue es, ohne Furcht. Wenn du gerne gibst, dann tue es. Du steckst bestimmt auch die anderen an. Mir wurde neulich was bezahlt, wo ich gemerkt habe, oh, ich habe das Geld gar nicht dabei. Und das hat mich so erfüllt und erfreut, da habe ich mir gedacht, ich will es auch weitergeben. Ich will es weiter, diese Freude weitergeben. Wenn Gott dir einen praktischen Dienst anvertraut hat, dann sei Kanal Gottes Liebe und Gott wird diese Menschenherzen erreichen. Woher weiß ich, was Gott mir gegeben hat? Im Dienen selbst stellt sich heraus, was deins ist. Wenn du anfängst, wenn du nicht wartest und auf dem Stuhl sitzt jahrelang, sondern anfängst zu tun, Gott wird dein Herz bewegen für etwas. Du wirst merken, du hast Begeisterung dafür. Und eines der wichtigsten Geheimnisse, über die Paulus in seinen Briefen schreibt, finde ich auch eine meiner Lieblingsgeheimnisse, ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, 27. Das ist das größte Geheimnis. Wenn du nicht weißt, warum ist das jetzt so, wie es ist? Warum merkst du, ich reagiere im Fleisch, obwohl der Geist Gottes mich ruft, ne, das andere zu tun? Christus in dir, das ist das Geheimnis. Nur sehr oft kommt aus uns was ganz anderes raus als Christus. Ja? Es kommen Dinge raus, ich sag's euch, das kennt ihr bestimmt auch. Was mache ich damit? Ich merke, nicht Christus reagiert aus mir heraus, handelt, sondern mein Fleisch. Und dazu lesen wir Epheser 5, 18. Das ist der Weg, den Paulus an die Gemeinden, was er entdeckt hat und an die Gemeinden weitergibt.
Epheser 5, 18, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Werdet voll Heiligen Geistes. Okay, und dann führt er aus, wie, also redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und so weiter und so fort. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, das könnt ihr nachlesen, was danach kommt. Aber diese Praktik, lasst euch füllen mit dem Heiligen Geist. Das ist so mächtig. Ich werde nicht müde, darüber zu reden, gefühlt jedes Mal. Wenn wir uns in unserer Welt umschauen, dann sehen wir nicht, dass Gott alles in seiner Hand hält. Ja, die Welt versucht uns beizubringen, geschweige denn, dass es ihn gibt, sondern dass Gott nicht alles in deinem Leben, er hat nicht alles in seiner Hand. Es passieren trotzdem Dinge. Und eines der mächtigsten Waffen ist, das Wort Gottes zu proklamieren, wie es hier steht, mit Psalmen und Lobgesängen. Wenn du in der geistlichen Welt proklamierst, wer Gott ist. Ja, im Gebet kommen wir natürlich zuerst zu Gott und sagen, wie wir uns fühlen. Das ist auch okay so. Das ist auch ein Teil. Das ist der erste Teil, zu sagen, mir geht's nicht gut. Ja, es gibt auch solche Lieder. Fällt mir manchmal auf, dass ich denke mir, ich singe das. Ja, okay, ist okay. Aber wir dürfen da nicht stehen bleiben, sondern wir müssen weiter in die Anbetung hineinkommen und Gott sagen, wer aber er ist. Und wenn ich in die geistliche Welt, in der geistlichen Welt erkläre, wer Gott ist, dadurch passiert auch, man merkt, wow, ich werde gefüllt mit dem Heiligen Geist. Es kommt etwas in mich, es wird etwas in mir freigesetzt, was mich befähigt, was mir Kraft gibt, im Geist zu wandeln. Lasst uns aufschlagen, ich habe mir 4 Verse ausgesucht, aus der Offenbarung, wo Menschen oder Wesen, Gott, die durch Gott geschaffen sind, Gott angepriesen und gelobt haben. Offenbarung, Vers 4, Kapitel 4, Vers 11. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Offenbarung 5, Vers 12. Sie sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Lob und Ruhm. Dazu gibt es ein wunderbares Lied zu diesem Vers, der genauso von diesem Text ist. Offenbarung 15, 3 und 4. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprechen: Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Und Offenbarung 1, Vers 4, das ist auch ein wunderbarer Vers. 1, Vers 4, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und so weiter. Also, wer Angst vor dem Buch Offenbarung hat, ganz umsonst, lasst uns mit diesen Wahrheiten füllen. Ganz konkret, wenn du mit Traurigkeit zu kämpfen hast, wenn du verwirrt bist, durcheinander bist, wenn du in der Not bist, fang an, täglich dich zu füllen mit dem Heiligen Geist. Lass dich füllen, der Herr wird es tun, und es ändert sich unsere Sicht der Dinge, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln, und wir werden immer verwandelt in das Ebenbild Christi. Halleluja. Vater im Himmel, ich bete jetzt, Herr, dass du uns befähigst, mein Gott, das Wort, was du uns gibst, zu nehmen und für unser Leben anzuwenden, Herr. Ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der im Dunkeln tappt, der traurig ist, der überwältigt ist durch diese Welt und durcheinander gekommen ist. Vater, ich bete in Jesu Christi Namen, dass du kommst
Und erfüllst, Herr, erfüllst übernatürlich, dass dieser Mensch aufsteht, Herr, dass der gefüllt wird mit deinem Heiligen Geist, Herr, dass er weiß, er ist ein Kind Gottes, er ist geliebt, mein Gott. Ich bete, Herr, jetzt, Herr Vater, um jedes Hindernis, dass es aus dem Weg geräumt wird. Vater, wir kommen vor deinem Thron und wir bitten dich, Herr, wir können es nicht, aber du kannst es. Heiliger Geist Gottes, vergib uns da, wo wir nicht gehorsam waren, wo wir unsere Wege gegangen sind, da wo wir, Herr, da wo wir unser Herz verhärtet haben, wo wir nicht darauf gehört haben, auf dein Rufen, auf dein, ja Herr, auf das, was du für uns hast, mein Gott, sondern gefolgt sind dieser Welt, Herr, wo wir gefolgt sind und wo wir gerissen wurden aus deiner Hand, Vater, aber nichts kann uns reißen von deiner Liebe, Herr, aus deiner Hand, mein Gott, und das erklären wir in der geistlichen Welt, wir sind Kinder Gottes, wir gehören dir, wir folgen dir nach, Herr, und wir beten, befähige du uns, gehorsam zu sein und deine Wege zu gehen, mein Gott, Halleluja, Heiliger Geist Gottes, geh du und wirke du in den Herzen, Vater, und wir bitten dich, hilf uns, den Lobpreis und die Anbetung, Herr, in unseren Alltag einzubauen. Ja, Herr, dass es ein Teil von uns wird, Vater. Dass es ein Teil von unserem Denken, Fühlen, Reden wird, Vater. In Jesu Namen, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist für unser Leben. Amen.